So, da kommen wir gegen Oldenburg. Wir sind Fünfter, Oldenburg ist Zehnter und dann müssten wir eigentlich ein Unentschieden, ein Ziel sein. Auch wenn wir zurzeit eine Niederlageserie haben. Gegen wen haben wir letztens gespielt? Gegen Goslar oder gegen, wie war denn das? Hannover? Henning Groß verliert vor dem Strafraum gegen Tim Wiatkowski den Ball, der direkt weiter zu Nuri Konak passt. Dieser umkurvt am Strafraum locker Daniel Haag. Und auch Manus sieht beim Flachschuss ins linke Eck nicht wirklich gut aus. Da führen wir mal 1-0 in der ersten Minute. Durch Nuri Konak, der immer noch für Malte Biermehn steht. Und da zeigt er auch mal gleich, warum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Per Merkel schickt da auf der rechten Seite Sean Mintz. Schlägt die Flanke herein und Tim Hofmann muss alles aufbieten, um den einschussbereiten Leo Ball zu retten. Alexander Ball mit den Eckball. Türkischer Ball auf den langen Pfosten. Doch Tim Hofmann weiß perfektes Timing und klärt gut per Kopf. Sein Torhüter bedankt sich auch entsprechend. So, ich sag mal Konzentration, Jungs. Das wäre schön, wenn wir da mal wieder ein 1-0 halten könnten. Jetzt habe ich gegen das Ding getreten, gegen das Mikro. Weil wir zurzeit nicht gerade die beste Form haben. Und da haben wir schon mal unsere nächste Chance. Freistoß Nuri Konak. Legt sich den Ball zum Freistoß zurecht. Spielgerät fliegt aber deutlich über den Querbalken. Manu muss nicht eingreifen. Und so kann es ruhig sein, dass das Spiel im Mittelfeld rumeiert. Ja, da hat der Tim Werke falsche Schuhe an. Niemeyer spielt vor dem Strafraum zu Nuri, der aus 25 Meter hoch in die leckere Torecke trifft. 2-0. Und jetzt wissen wir, warum Nuri Konak heute spielt. Der Junge ist überragend. Zwei Tore. Und die gelbe Karte für Ball geht da absolut gelbwürdig gegen Paul Gosenkov zu Werke. Okay. Die nächste Chance für uns. Eckball von Konak. Ecke, Kopfball. 3-0. Einfach ist das. So einfach ist das. Ja. Tim Hofmann mit seinem nächsten Treffer. Der dritte schon und die erste Vorlage. Ey, der Junge ist ja super drauf. Kontrolle übernehmen. Jetzt ein Eckball von Oldenburg. Alexander Ball zirkelt den Eckball rechts seit mit viel Fehl im 5 Meter dort, setzt sich schon gegen Christian durch, aber der kann Ball nicht mehr drücken, klar drüber. Nee, das ist ein Ergebnis, das wollen wir sehen. So kommt man aus der Krise raus. Nee, das ist echt, ey, das brauchten wir mal. Riesenchance in Oldenburg, jetzt müssten wir eigentlich kontern. Konterschuss für den BV Kloppenburg. Überfallartig stürmen sie jetzt hier nach vorne. Tim Werke läuft ganz alleine auf Mansur zu. Querpass auf Milat. Der muss nur einschieben und Tor. Jetzt klappt alles. Der Ball ist drin. Wir führen jetzt 4-0. Milat, der trifft auch nochmal. Werke bedient da locker Milat und der schiebt ins leere Tor ein. Milat ist zurück und ist gleich für uns da. Ist doch schön. Gute Entscheidung, den heute reinzunehmen. Wieder ein Eckball von Konak. 4-0 führen wir. Schaufelt einen guten Ball in den 5-Meter-Raum. Paul Gusenko setzt sich seinen Körper ein. Kann den Ball aber nicht mehr richtig treffen und verfehlt das Gehäuse knapp. Da fehlt eigentlich nur der Wertke, der noch ein Tor schießen müsste.
Aber im 4-0, das können wir uns doch jetzt nicht mehr nehmen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ist das mal schön, wieder ein gutes Ergebnis. Loben, da kann man auch wieder Spieler loben, loben. 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 Und motivieren den Paul Kusenkhoff, der wieder kein gutes Spiel macht. Der hat's einfach. Vielleicht ist er auch nur da für die wichtigen Tore. Wir verlieren das hier nicht mehr, deswegen hoffen. Vielleicht wechseln wir auch heute jemanden aus. Kommen wir mal den Gerdes heute mal auf der rechten Seite. Und bringen wir den Olthoff. Der Olthof. Olthof. Ja. Ach komm, nehmen wir mal alle, die eine 1 haben, raus. Heißt mal die Form mitnehmen. Beim 4-0 kann man das machen. Außer wenn sich jetzt jemand noch verletzt. Aber das sieht so souverän für uns aus. Ja, André Toben für Tim Pascal Wohlfahrt. Ist ja egal, wie man reinwechselt. Und Malte Biermann. Biermann. Für Nuri Konak. Der freut sich auch bestimmt an drei, von 4 an 3 Toren beteiligt. Also besser geht's ja gar nicht. Ja, da wechseln sie jetzt auch nochmal aus. Jetzt kommt der Tim Petersen für Franco Usella. Usellak. Gelbe Karte für Christian Töling. Tölking. Tölking. Jetzt bekommt David Mörti richtig einen auf den Schlappen. Und der Schiedsrichter zuckt den gelben Karton für Christian. Jetzt nochmal Oldenburg, gute Chance. Alexander Ball. Decke wird von Christian Tölig schön verlängert, aber Stefan Thien gut. 5 Meter Raum von Leon bedrängt Niklos. Pfeift die Aktion sofort ab, genau richtig. Im 5 Meter Raum ist die Hoheit eines Torwarts, das weiß doch jeder. Kontrolle übernehmen. Jetzt haben wir nochmal eine Chance. Legt der Stall auf, legt der Stall für Paul Kusenko auf. Doch Mansur hat aufgepasst, kommt heraus und klärt 25 Meter vor dem eigenen Tor. Macht er den Manuel Neuer? Wir müssten eigentlich nur noch kontern. Aber nochmal Kontrolle übernehmen. Locker spielen wir das jetzt hier runter. Der sofort weiterleitet, aber dieser steht dann abseits. Wie immer, derselbe Spruch. Das Tor zählt nicht. Aber sehen wir mal, wie schnell das geht. Die Anhänger des BVB haben einen großen Aufblasenball mitgebracht, der jetzt durch den Block wandert. Anscheinend hat man dort eine Menge Spaß. So, jetzt gehen wir natürlich auch ins Zeitspiel. Können den Einsatz runter unterstellen. So. Und können locker das Spiel zugucken. Die wechseln auch nochmal. Leo Ball soll raus. Olthoff grätscht am Ball vorbei und Kevin flankt mit Übersicht nach innen vor das Tor. Christian hat nach heran und kommt zum Kopfball, aber setzt den Versuch knapp daneben. Und jetzt haben wir nochmal eine Chance. Flankt von der rechten Eckfahne vor das Tor. Keeper Manus kommt nicht richtig an. Der Ball liegt vor der Füße bei Banksy und schiebt ein zum 0-5. Mann, ey, ist das ein Spiel. Dann ist das schön. Ey, da kann man sich eigentlich mal freuen. Hier gelingt dem BV Kloppenburg jetzt alles. Und haben wir noch eine Chance. Und noch eine gute Chance. Burg Sektor ist nach einem langen Abschlag von Stefan Ting plötzlich auf und davon. Er spielt Wenger schwindelig und zieht aus 17 Meter ab. Gegen den platzierten Flachschuss ist Manus machtlos. 6-0. Wir führen 6-0. Und der Paul Kusenkhoff, der kann auch mal, wenn den nicht wichtigen Spiel trifft, der jetzt auch mal. Ist ja mal auch schön. Oh, ist das mal ein befreiendes Ergebnis. Das 6-0.
Ey, ist das schön. Die Fans strömen jetzt in Massen aus den Ausgängen. Hier glaubt niemand noch an ein Wunder. Ja, hier ist pünktlich Feierabend. Hurra, hurra, die Kloppenburger sind da. Kaum anzunehmen. Hey, komm. Mann, ey, da freue ich mich. Ja, ich so grinsen, so wie er hier, ich so grinsen in der Fresse, ey. Oh, der hat uns den Arsch gerettet heute. Freistoß 60, den stellen wir jetzt auf. Kann nur gut super lange Bälle spielen. Hat zwei Tore geschossen. Tim Wertke hat heute zwei Vorlagen. Wie viele Vorlagen hat er in der Saison schon gegeben? Guck mal die Saison. Er hat schon sechs Torvorlagen gemacht, eine 57. Tim Hofmann auch mit 1, ja. André Troben 1,5. Oldhof, warum ich immer auf Oldhof kommen? Oldhof 2,5. Stefan Tilling mit einer Vorlage noch. Auf Paul Kosenkopf, ja. Die Gegner, eine bessere Note ist eine 4. Da haben wir nochmal unserem Arsch aus dem Feuer gerettet. Ich habe schon gedacht, wir gehen jetzt komplett runter. 2410 Leute haben sich das Chaos angesehen von Kloppen, von Oldenburg. Er war echt schlecht. Ballbesitz 62%. Genau, 7 Schüsse. Schüsse auf Tor 5. Schüsse vorbei. 8 Chancen. Nee, ist das schön, ey. Ergebnis, da guckt man sich auch die Ergebnisse aber gerne an. Nürnberger SK Hansa 0-0 gegen FD Braunschweig. Die beiden Aufsteiger. Wir gewinnen 6-0. Goslar 1-1 gegen Hamburg. Haben 1-0 geführt. Die damit einen Unentschieden haben. Bloß. Hier müsste unser nächster Gegner, glaube ich. Ja, auswärts. Hannover gewinnt gegen Lübeck. Den Aufsteiger. Braunschweig den zweiten Sieg in Folge. Schön. St. Pauli gegen Rhen 1-1. Wolfsburg nach einer Niederlage wieder vorne mit drin. Mit einem Sieg gegen Meppen. ETSV Weiche gewinnt 3-1 gegen VfL Neumünster. Und Bremen zweite gewinnt auch. Auch ein Lauf. Oh, mal in den zu den Stimmen. Da stand irgendwas. Der BVB Kloppenburg hat das erste Auswärtsspiel in der Saison gewonnen. Was? Kann ich ja gar nicht vorstellen. Wir haben doch fast alles am Anfang gewonnen. Ah, ist doch Schwachsinn. Vielleicht so hoch, ja, kann er sein. Sebastian Stolz, was hat er denn für. Ey, er hat schon 18 Tore in 13 Spielen, ey. Und Stefan Tening heute. Mohamed Banghadi. Tim Hofmann. Drei Leute von uns hier. Der vierte da. Patrick Manka. Bielefeld. Nee, da freut man sich, wenn man so ein Spiel erlebt. Ein 6-0. Teamleistung 2,86. Beste Spieler. Stolz wieder mit zwei. Oldenburg heute mit gar keinen, also vom Stürmer. Wir haben auch mal wieder zu null, das ist ja auch schön. 9 Tore, Tim Wertke von wie vielen Spielen hat er gemacht? 13, eigentlich. So schlecht ist es ja nicht. Da kommt Milat, Niemeyer. Heute hat der Tim Hofmann wieder getroffen. Wie viele Spiele hat er denn jetzt schon gemacht? 7 Spiele. Gucken wir mal. Das Spiel vorher auch 90 Minuten. Also er ist jetzt die Kraft, die wir jetzt auf die wir aufbauen müssen. Weil der Malte Biermann, der hat es ja echt verkackt. Dann gehen wir mal hier gucken. Tim Hofmann wieder eine gute Note, wie Niemeyer. Stefan und Tim Pascal, ja, die müssen sich auch wieder rennen finden. Stefan Thiel, ach ja, der hatten wir auch 13 Spiele. Dann ist er wieder da vorne. Fairplay.
auf Platz 7, wir verbessern uns jetzt schon. Es nur wie in unseren Türken, der die rote Karte gekriegt hat. Minus 5, dann wären wir da vorne. Gucken wir mal auf die Verletzten. Garrick, Golumbek. Okay, rechts außen. Jeffrey Obst, war der nicht bei, der sagt mir was, bei Mainz? Bremen. Das Haares. Was hat er sich die Haare geschnitten? War der lustig? Ja, da sind nicht so ein überragenden, wie man sieht. Verletzte, die man ertragen kann. Bayern im Soll, ja, mit 22 Punkten kann man ja sagen. Köln der Aufsteiger mit 17 Punkten. Paderborn mit 13. Gast im Krisengipfel. Mainz gegen Freiburg. Und Rutz soll Spielpraxis sammeln. Zweite Liga RB, boah, die dominieren ja wirklich alles. Die haben sich den Sascha Hierländer geholt. Daniel Fran. 12 Spiele, 10 Tore, 8 Vorlagen. Ingolstadt, Kräuterfeld. Darmstadt da oben, noch da vorne. Dritte Liga, was ist denn hier los? Da ist so. Bielefeld, der Absteiger mit 41. In Wirklichkeit sind die da auch da weit oben. Preußen Münster, das weiß ich. Und Bielefeld, ich glaube, die haben auch 41 Punkte. Ja, da war doch irgendwas. Ja, müsste sein. Mhm. Stuttgarter Kickers mit besten Halimi, die sind ja auch Dritter oder Vierter in Wirklichkeit. Da hat der Halimi mit 11 Vorlagen echt was gebracht. Wo ist der Beste? Ja, spielt er ja nicht, oder was? Der geht ja nicht. Auch so eine schlechten Leute, den Best nicht so spielen lassen. Der entwickelt sich so stark beim FM. Seelbergi. Naja, der Alimi hat schon mal drauf, in Wirklichkeit. Ja, jener BFC, wo ist der BFC? Oh, der Aufsteiger 19 Punkte. Wäre auch schön, wenn wir einen ordentlichen Berliner Verein hätten, wie er oben. BFC kann sowas schaffen. Die beiden Absteiger, Elversberg und Saarbrücken, in Wirklichkeit ist der Kickers offenbar auch stark. Mann, was ist denn das? Regionalliga, Bayern dominieren wieder. Er zieht sein erstes Tor, schön. Mannschaft der Woche, 4 Leute. Ist doch mal schön. Nicht ein Rumgeflenne nach dem Spiel. Ist auch mal wie wir das andere. Jetzt der Konak jetzt mit einer 18er Form. Ja, auf jeden Fall spielt er. André Toben auch mit einer 15er Form. Wie der Daniel Ulthoff. Ulthoff. Mann, ey, was ist mit mir los? Das ist, wenn man zu viel Baumale Let's Play geguckt hat. Wegen dem, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ich weiß nicht, wie der mit dem Vorname Ulthoff. Daniel Ulthoff hieß ja auch so. Wurde dann auch immer gedacht, dass der kann was, und dann ist er ja zu Mainz und hat er eigentlich gezeigt, dass er was drauf hat, ne? Kommt immer drauf an, ob man Spieler spielen lässt oder nicht. Wenn man die dann meisten spielen lässt, dann wechseln sie sich noch stärker. Ich hatte mal Huntela bei Ingolstadt, die waren in der vierten Liga, glaube ich, ja. Und da war 2017 oder so, hatte ich auf einmal Ingolstadt übernommen. In der vierten Liga habe ich mir gedacht, oh, kannst du nicht so machen. Ja, wartet, da kann ich gleich weiter. Hamburg, das ist so, Südstadt. Ja. Mal weiter. Ja, und da hatte ich den Huntela trainiert, der war schon 36 und auf einmal hat er in der Regionalliga Nord hat er alle zusammengeschossen, 36 Tore oder so. Plus 2 Stärkepunkte, nochmal plus 2 Hin- und Rückrunde.
Hat er auf einmal wieder seine 70 gehabt, dann in der dritten Liga. Hinrunde auch wieder so viele Tore. 72. Hätten wir gedacht, boah, krass. Da kannst du auch echt noch alte Stürmer, die, wenn die wirklich dann immer treffen, dann kannst du die echt noch auf. Die gehen dann echt noch aufwärts. Ja, wenn man einfach immer trifft als Stürmer, ist ja komplett als Abwehr. Da kannst du alter werden, du wirst natürlich auch langsamer, du wirst natürlich dann anfälliger. Hast natürlich dann Schwächen. Und als Stürmer ist es ja egal, du musst da stehen, wo der Ball hinkommt. Ob du da nun schnell bist oder nicht. Wenn du genau da stehst, wo der Ball kommt und du erstmal ein Tor triffst, dann ist ja klar. Aber so alter Mensch, wirst du natürlich auch mehr respektiert. Wenn du dann immer triffst, dann bleibst du natürlich auch lange im Verein. Verbessert sich beim Abschluss, ja, wird auch langsam Zeit. 47, ja, nicht schlecht. Nehmen wir mal Mannschaft. Ja, ja, so gefällt mir die Form. Ja, die können wir so akzeptieren. So, dann machen wir natürlich ohne Vorjahr, da wissen wir nicht wohin. Auf jeden Fall Christian Westerfeld. Mann. Decken. Beißt auf jeden Fall decken. Natürlich auch mit einer Sonderüberwachung, weil der ist locker erste Bundesliga reif. Der hat die meisten Tore geschossen. Yo. Hamburg hat wohl nicht mit den Tore schießen. Wer weiß warum. Sieht die echt schlecht aus. Aber die werden uns bestimmt die Hütte voll schießen. So, oh, Laurens Overreit. Gerdes. Auch für den Christian war hier. Immer noch einen Namen abgeben. Dann kriegt er auch so ein wunderschönes Spielerbild von Philipp Suhan. Eine 51, das freut mich echt. Naja, gibt es eigentlich schon Ergebnisse? Wir sind eigentlich ja. Das ist schon schön, wenn unsere Mannschaft dann sich in der Jugend schon besser entwickelt. Oh, jetzt konnten wir eigentlich mal den unserem Dings loben, unser Tim Wertke. Den Turm können wir auch sagen. Du trainierst auch sensationell. Und da freuen sie sich ja alle. Jonas. Den Nachnamen sage ich nicht mehr. Ist mir egal. Habe ich nicht vergessen. Du musst diesen Spieler den Schneid abkaufen. Gewinnt 2 Moralpunkte. Senkauf plus 5. Du hast Talent. Mach was draus. Nee, den nicht. Gerdes. Trainer lobt. Gewinnt 3 Moralpunkte. Tim Hofmann auf jeden Fall. Und unseren. Wo ist er? Unserem besten zurzeit. Möchte eine faire Chance. Die hast du ja jetzt. Bei Menschen hat er nicht, ne? Doch. Den müssen wir auch. 9 Spieler, 3 Tore. Gar nicht so schlecht. Ja, die Finanzen, die sind so, ne? 400.000 jetzt schon. Ich wollte ja in die Infrastruktur gucken. Ob das was gebracht hatte. Nee. Können wir wieder die 100 nehmen. Gegen Hannover hatte das was gebracht, aber gegen Goslar nicht. Da sehen wir es. Gastronom, Einnahmen 250. Kosten, Einnahmen. Das ist alles wegen der Kacke hier. Da hatten wir 1307. Also, das Geld lohnt sich schon. Also, das hier. Nochmal mal 500. Das lohnt sich echt. Das ist echt wegen den Gastronomen. Da hatten wir uns nichts eingenommen letztens. Nur 250. Da hatten wir 600 eingenommen.
Und da ist bloß wegen dem Nahverkehr, das ist der Blöde. Regt sich immer noch keiner auf wegen der Toiletten, ist ja egal. Wir können auch draußen im Pinkeln stehen, das macht man für den Verein, wenn sie kein Geld haben. Nee, ist schön. Dann hoffe ich, dass wir uns dann im nächsten Spiel sehen. Ich wünsche euch alle noch ein zweit langes Wochenende noch und vielleicht ein schönes Silvester, frohes Neues. Ich weiß ja nicht, wann die Folge rauskommt. Das ist immer bei mir so blöd. Ich habe aber keinen Kopf zum Denken. Das ist ja das Blöde. Ich glaube, ich müsste auch heute im Video noch zuschneiden, rendern. Für Montag. Nee, dann verabschiede ich mich. Und dann kann ich auch gleich eine Ankündigung machen. Ich werde ja im. Ich glaube, das sage ich auch im anderen LP. Werde ich mal wieder FIFA anfangen und hoffe natürlich, dass ich es diesmal durchziehen kann. Mein Problem ist ja, ich arbeite ja auf dem Bau und das ist immer so blöde, wenn du von komplett fertig kommst nach Hause am Wochenende, willst du nicht unbedingt dann aufnehmen. Aber ich probiere es mal, echt durchzustehen. Ich habe es jetzt nicht so immer so, einen Monat habe ich komplett durchgestanden und dann komplett verkackt. Und diesmal will ich echt durchziehen, weil das Let's Play mit FM hier, das macht mir echt Spaß. Dann wünsche ich euch alle noch da draußen ein frohes Neues. Hoffentlich hattet ihr schöne Weihnachten. Schreibt es doch in die Kommentare. Könnt auch gerne Spieler aufschreiben, die ihr mal gerne sehen wollt im LP. Und dann tschö, auf Wiedersehen. Haut rein. Und nicht vergessen, morgen einschalten, dann kommt Hamburg. Ciao.